dass du wieder da bist. Ja, danke. Heute haben wir ja das Feedback vom Confit, den Jahresabschluss. Wir haben am 27. August haben wir das Ganze eröffnet mit dem Confit. Marianne ist seit dem Anfang dabei. Und jetzt kommen wir mal zu dir, Marianne. Was hast du für Vorteile können ziehen aus dem Confit? Was hast du in den Alltag können zum Beispiel mit einbeziehen? Hast du irgendwelche Beschwerden, die du gehabt hast, nicht mehr? Oder hat es sich gelindert? Mhm. Ja, also sage ich dann, nein, wegen dem Rücken habe ich sicher viel weniger Schmerzen. Mhm. Wenn ich aber da die Muskulatur da hinten habe, heisst es immer ja stärker. Und daheim machst du es nicht wirklich. Und da hast du sehr ein abwechslungsreiches Programm, nie das Gleiche. Und gleich merkst du, dass quasi aus dem Bauch keine Schmerzen mehr hast. Mhm. Und ja, eben auch von der Meditation her, von ein bisschen runterfahren. Also das am Schluss meditieren? Ja, finde ich auch noch gut, ein bisschen Ruhe und dann wirklich selber ein bisschen zu spüren. Mhm. Bin ich, ja, das probieren umzusetzen daheim, weil ich immer gerade auch mal auf 180 komme, wenn ich irgendwie verrückt bin. Es war nicht einfach, aber ja, gibt mir Mühe. Ja, dunkel, mich kann ich einfach daraus mitnehmen. Mhm. Gut. Merci von Mama. Ja, bitte. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Abend. Danke, ja, gleichfalls. Tschüss. Hallo Jaska. Hallo Jadi. Freut mich, dass auch du wieder da bist. Danke. Du bist auch praktisch seit am Anfang mit dabei im Confit. Jetzt, wie ist es bei dir? Hast du auch irgendwelche Schmerzen gehabt, die du hast können lindern? Hast du im Confit etwas in den Alltag können mit integrieren? Baust du es zum Beispiel ein beim Putzen, von den gewissen Stellungen her? Wie sieht das aus bei dir? Also bei mir habe ich immer, als jahrelang, Schmerzen gehabt bei den Schulternacken bis zum Hälfte-Rücken. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr viel geholfen. Bei der Muskulatur. Ja. Und ich finde es sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Habe ich sehr viel mitgenommen. Ja, genau. Genau. Wie ist es? Könntest du anderen empfehlen, dass sie mal ein Probetraining machen würden? Ja, sicher, auf jeden Fall. Das würde ich gerne empfehlen, weil habe ich selber gemerkt, dass es wirklich nützt und hilft. Allerdings, wenn jemand Schmerzen hat, das merkt man. Ja, auf jeden Fall. Super. Dann hoffe ich, bist du im nächsten Jahr auch mit dabei wieder. Ja, sicher. Ich wünsche dir noch schöne Festtage. Danke. Hören wir auch hier zum Abschluss kommen. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Merci vielmals. Tschüss, Jasmin. Ciao. So, meine lieben Confit-Fans, vorhin haben wir das Feedback gehabt von zwei aktiven Mitgliedern aus dem Confit. Ich hoffe, das Feedback sagt euch ein bisschen etwas aus. Sonst würde ich sagen, kommt selber vorbei, macht ein Probetraining, es lohnt sich. Alle Informationen habt ihr unter www.com-fit.ch. Oder ihr verfolgt mich weiterhin auf meiner Fanpage Confit KF Personal und Fitness Coaching und teilt das Video teilen und liken. Seid weiterhin dabei, bleibt confit!